Nach mehr als 4 Jahren hin und her soll heute endlich die Entscheidung fallen, nicht die Entscheidung der Aktienmärkte, die haben sich ja weitgehend von dem abgekoppelt, was man als Realwirtschaft vielleicht bezeichnen kann, aber die Entscheidung in Sachen Brexit, und die hat große Auswirkungen eben auf die Realwirtschaft, denn vor allem die deutsche Wirtschaft, die deutsche Autoindustrie, die ist sehr, sehr abhängig von UK, gerade was die Weiterverarbeitung von Teilen betrifft, und das dürfte dann ziemlich große Konsequenzen haben, die jetzt vielleicht noch gar nicht wirklich im Einzelnen absehbar sind. Schauen wir uns mal hier an, diesen Showdown zwischen London und Brüssel. So oder so, wenn es heute noch einen Deal gibt, und es muss ihn wohl heute geben, denn Boris Johnson, der UK Premier, hat angekündigt, sein Binnenmarktgesetz sonst heute Abend ins Parlament zu bringen. Das wiederum widerspräche komplett allen EU-Richtlinien. Dann wäre also die Sache gescheitert. Das heißt, man muss heute in irgendeiner Form zu einem Deal kommen. Selbst wenn es zu einem Deal kommt, wären die Kosten für beide Seiten sehr hoch. Wenn es zu keinem Deal kommt, wären die Kosten noch höher. Dann werden wir wahrscheinlich lange Schlangen an den Grenzen sehen, werden Zölle sehen, werden also all diese Dinge sehen, die eigentlich ja schon ein Relikt der Vergangenheit zu sein erschienen. Und jetzt hat man am Wochenende nochmal alles versucht, hat in einem Feld, nämlich in Sachen Fischerei, wohl eine gewisse Annäherung erreicht. Aber es bleiben andere Punkte, die sehr schwierig sind. Vorhin jetzt dann die Meldung, dass Barnier den EU-Botschaftern gesagt habe, er sei nicht sehr optimistisch, er habe pessimistisch geklungen, so heißt es aus Agenturberichten. Also das wird jetzt noch einmal eine Geschichte, die an diesem Montag, der sonst wenig Spannendes bereitzuhalten scheint, doch das Highlight sein. Da werden wahrscheinlich Headlines kommen, positiv, dann wieder negativ, so wie das immer ist. Vielleicht wird es dann auch so sein, dass man sagt, naja, wir wollen jetzt noch mal weiter verhandeln, aber irgendwann ist Schluss. Am 1.1. tritt ja diese Geschichte in Kraft. Das Problem ist, dass ja die verschiedenen Parlamente der EU das noch ratifizieren müssen. Würde ein Parlament sagen, nee, ist nicht, Frankreich hatte das ja angedroht, dann ist diese ganze Geschichte auch wieder für die Katz. Und Gabriel Felbermayr weist hier zu Recht darauf hin, das sind einige hundert Seiten, die dieser Vertrag umfasst. Das müssten die Parlamente sich dann irgendwie erstmal reinziehen, auf Deutsch gesagt. Also wie soll das funktionieren? Das kann man eigentlich nicht machen. Dementsprechend ist diese ganze Geschichte natürlich mit sehr heißer Nadel gestrickt. Der letzte Versuch, nochmal irgendwie etwas auf die Reihe zu kriegen, was letztendlich wahrscheinlich gar nicht mehr auf die Reihe zu kriegen ist. Die Aktienmärkte aber sagen sich, who cares, haben wir nichts mit zu tun. Wir haben jetzt den Buffett Indicator, der also die Marktkapitalisierung in Relation zum BIP misst. Warum ist das sinnvoll? Nun, weil die Unternehmen sich ja in einem bestimmten Umfeld befinden. Wenn das BIP nach unten geht, dann wird es für die meisten Unternehmen eben schwieriger, Umsatz und Gewinn zu machen. Jetzt sind wir bei 115%. Ab 100% hatte Warren Buffett von Blasenbildung gesprochen. Und hurra! Die internationalen Aktienmärkte haben es jetzt geschafft, eine Bewertung von 100 Billionen Dollar zu haben. Gab es noch nie, ist das erste Mal. Also es sieht ganz so aus, als würde Corona die Unternehmen noch deutlich wertvoller machen. Insofern könnten Zyniker sagen, naja, was brauchen wir da, einen Impfstoff, gell? Wenn die ganze Geschichte ja immer weiter nach oben geht. Gestern oder am Freitag ja doch ein eher schwacher Arbeitsmarktbericht, hat man ignoriert. Wir hatten, darüber spricht kaum jemand, eigentlich einen ziemlich schwachen Black Friday, also die Einkaufsparanoia sozusagen, die Einkaufseuphorie der Amerikaner auch nicht mehr so groß. Aber das alles hat nicht wirklich interessiert. Wie gesagt, 100 Billionen, das haben wir jetzt erreicht. Gestern, vor 24 Jahren, hatte der damalige Fed-Chef Alan Greenspan eine Rede gehalten, in der er von Irrational Exuberance sprach, von irrationalem Überschwang. Die Märkte damals, die ähnlich gestrickt waren wie heute, was die Mentalität betrifft, die Zukunft wird großartig sein, alles wird ganz, ganz toll. Deswegen sind Preissteigerungen, die parabolisch nach oben laufen, natürlich gerechtfertigt. Da damals die Märkte dann ziemlich erschreckt. Man hat abverkauft nach diesen Aussagen von Alan Greenspan, der damit eben die Bewertungen der Aktienmärkte gemeint hatte. Hat nichts daran geändert, dass wir dann die nächsten 3 Jahre noch weiter nach oben gelaufen sind, bis Anfang 2000, soweit ich das noch erinnere, bevor dann eben diese Blase geplatzt ist. Jetzt haben wir, wie unten zu sehen ist, das Schiller KGV, das nur in der Dotcom-Blase noch ein bisschen höher war, Schiller Price Earning Ratio, Schiller Cape,
auch wie sich das nennt, also das inflationsbereinigte Kursgewinnverhältnis der letzten 10 Jahre, das einen guten Überblick gibt, wie eigentlich wirklich die Bewertungen jetzt aufgestellt sind. Und wie gesagt, wir waren nur in der Dotcom-Blase teurer, jetzt sind die Bewertungen höher als 1929. Und es ist vor allem der Optionsmarkt, der hier freidreht. Wir sehen hier die Call-Volumina bei Optionen im Vergleich zu den letzten Jahren. Booms haben sich mal mehr als verdoppelt, sind praktisch extrem angestiegen. Hier ist das Instrument, hier ist die Mechanik, die für diese Anstiege vor allem verantwortlich ist, denn die Broker müssen sich absichern, wer eine Call-Option kauft als Kunde, dann hat normalerweise der Broker eben das Risiko, wenn der Kunde Gewinn macht, macht er Verlust. Also muss er sich absichern, muss selbst eine Long-Position mit welchem Instrument auch immer eröffnen oder eine Long-Spekulation, um eben diese Gewinne des Kunden dann abzuhedgen, sodass es nicht seine Verluste werden. Und allein in der letzten Woche haben wir jetzt fast 95 Millionen Kontrakte gesehen in diesem Bereich, davon 20,5 Millionen von Small-Tradern, also von Leuten, die sozusagen Robin Hooder sind, die also Retail-Investoren sind, die kleine Volumina handeln. Und wir sehen, wir sind auch hier wieder in einem neuen Rekordbereich. Hier sehen wir mal den 20-Day Moving Average, also den 20-Tages-Durchschnitt bei Call-Optionen. Wir sehen, wie das hier explodiert ist, hat sich, wie gesagt, zu Ende 2019 in etwa verdoppelt. Gehen wir weiter mit Bewertungsfragen. Hier zum Beispiel JP Morgan, die sagen, naja, selbst wenn wir jetzt das Umfeld mit einbeziehen, also Nullzinsen, Renditen für Staatsanleihen etc. etc., dann sind wir mindestens bei 40% der Märkte eine Standardabweichung zu teuer. Aber was ist schon zu teuer? Die Märkte gehen eben davon aus, dass die Zukunft gut ist und dass die Unterstützung der Notenbanken bleibt, dass der Impfstoff kommt, damit das Problem dann erledigt sei. Und wir sehen hier, wie scharf dieser Einbruch war in den USA etwa beim GDP, also beim BIP, bei der Wirtschaftsleistung. Damals waren teilweise die Einbrüche viel, viel weniger krass, aber sie haben eben länger gedauert. Hier sehen wir haben praktisch nur 3 Monate diese Rezession gehabt bei einem BIP-Einbruch von über 10%. Wir sehen aber auf der anderen Seite eben auch, dass die Arbeitslosigkeit nicht so zurückgeht wie in den letzten Rezessionen in den USA. Und das ist eben das Problem, dass diese Gesellschaft weiter spalten wird, während die Assetpreise weiter inflationieren, Aktien, Immobilien. Damit also diejenigen, die diese Assets besitzen, immer wohlhabender werden, sind diese Leute, die hier arbeitslos geworden sind, meistens eben nicht Aktien- und Immobilienbesitzer. Und deren Arbeitsplatz wird teilweise nicht wiederkehren oder wenn überhaupt nur sehr langsam oder für nicht alle dieser Leute. Wir sehen, dass die 2007er Rezession weniger tief war, was Arbeitsplätze betrifft, aber auch ziemlich lange gedauert hat. Also da ist sozusagen jetzt die Frage, wie geht es weiter? Wir sehen ja schon durchaus eben eine erneute Abschwächung am US-Arbeitsmarkt, nicht zuletzt in den Daten am Freitag. Aber was hilft's? Wir haben jetzt 78% der gesamten Geldmenge M1 wurde seit dem Jahr 2008 geschöpft. Daran sehen wir, was eigentlich hier läuft. Ich hatte den wichtigsten Chart der Welt gezeigt, mal wie ich ihn bezeichnet hatte, dass eben im Prinzip die Verschuldung immer krasser steigt, während die Wirtschaftsleistung zwar auch gestiegen ist, jetzt durch Corona gefallen ist, aber zuvor eben auch gestiegen ist, aber lange nicht so wie eben die Schulden. Das heißt, die Schulden wachsen deutlich schneller als die Wirtschaft und das Ganze wird hier eben durch die Ausweitung der Geldmenge M1 in irgendeiner Form möglich gemacht. Dementsprechend ist jetzt zum Beispiel einer der Spitzenkandidaten in diesem Bereich, nämlich die Bank of Japan, der größte Eigner japanischer Aktien. Man hat jetzt um und bei 400 Milliarden Dollar an Aktieninvestments über ETFs, die die Bank of Japan ja kauft. Und wenn wir vorhin Geldmenge M1 gesehen haben, dann vielleicht noch eine Bemerkung zu Gold, das ja gefallen war, dann sich jetzt ein bisschen erholt hat. Normalerweise hat Gold dann ab Mitte Dezember eine saisonal sehr, sehr gute Zeit. In den letzten 21 Jahren hat man durchschnittlich bis dann die Mitte des ersten Quartals, also bis Mitte Februar, durchschnittlich einen Gewinn von 4,7% erzielen können. Kommen wir noch abschließend zu ein paar Dingen außer die USA. Wir haben heute ja die Aktienmärkte in Asien, die leicht negativ sind, kein typischer Montag.
Warum sind sie negativ? Naja, eigentlich kein wirklicher Grund, neue Sanktionen gegen Offizielle der kommunistischen Regierung in China durch die USA. Wir haben eigentlich gute Exportzahlen der Chinesen, schwächere Importzahlen allerdings. Nikkei im Minus, auch die chinesischen Aktienmärkte im Minus, aber hier nochmal dann jetzt die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona in den USA. Es wird nicht gerade besser, wir sehen hier absolut steile Trends bei Hospitalisierungen, Toten und täglichen Fällen. Und wie Sie unten sehen, hat dann ja auch Donald Trump mitgeteilt, dass sein Anwalt Giuliani Corona positiv getestet ist. Das trifft ja immer die Falschen, gell? Und hier hat jetzt Raffensperger, der Georgia Secretary of State, gesagt, ja, es ist schade, es ist traurig, dass der Trump die Wahl verloren hat, aber es ist nun mal so. Trump ja wieder mit einem Auftritt, wo er das Gegenteil behauptet, und einige seiner Anhänger sind jetzt vor die Wohnung des Michigan Secretary of State Jocelyn Benson, vor also deren Wohnung gegangen und haben Parolen skandiert, hochbewaffnet. Also das ist noch lange nicht ausgestanden, die ganze Geschichte. Trump hat jetzt im Grunde noch eine Woche Zeit, denn nächste Woche am 14. ist das Electoral College. Also da werden dann die Wahlmänner abstimmen, und wenn da jetzt keine Drehung reinkommt, dann wird das für Donald Trump bedeuten, dass die Geschichte verloren ist, und jetzt ist eben auch noch sein Anwalt erstmal praktisch außer Gefecht gesetzt, denn der muss sich jetzt in Quarantäne begeben. Also das ist erstmal Stand der Dinge. Wir werden sehen, was für Headlines heute zum Brexit reinkommen. Wir haben neue Rekorde in Sachen Aktienmarktblase. Wir haben einen irrationalen Überschwang, aber keiner darf das natürlich sagen seitens der Notenbanken. In dieser Woche wird die EZB ihre Aussagen treffen. Und ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.